Leandro Ehrlich ist tatsächlich ein Künstler, der in einer großen Tradition steht, nämlich der Tradition der Illusion in der Kunst. Das ist immer wieder bei ihm das der Aspekt der Spiegelungen, der Reflexion auch zu finden. Also im Grunde genommen immer so ein Aufbau einer anderen, einer neuen Wirklichkeitsebene, die dann eben auch zum Interagieren dann einlädt. Und das, glaube ich, trägt auch zur großen Faszination seiner Kunstwerke bei. This exhibition to me, it was kind of a setup to trigger a story that will be more about the present than the future. It's within the present that we envision the future. And clearly the future doesn't exist, right? So it's a projection. And what I like about this exhibition is the idea that brings together a common fantasy that addresses this imagination about how the future is going to be like and what would be, what it means to be humans on Earth in relation to the large spectrum of the cosmos. If we push farther the concept of fiction and we try to grasp the relationship between fiction and reality makes me wonder, isn't it also some kind of fiction, the reality we build? We master reality. We produce things that are made, are human made. And at that moment, these ideas that humans we brought into the world, they become reality, but it's also part of a fiction. I like the idea to think that also our reality is a kind of fiction. And if we consider that this is a possibility, then what I am proposing is just another version of this fiction that potentially questions the nature of our own reality. Also in der ganzen Ausstellung geht es eigentlich immer um den Perspektivwechsel. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was uns heute auch in der Politik oftmals vielleicht auch verloren gegangen ist. Also so ein bisschen Empathievermögen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, in Menschen, die vielleicht nicht so privilegiert sind. Und dieser Perspektivwechsel, der ist das Element, was im Grunde genommen der ganzen Ausstellung zugrunde liegt. Also auch wenn es mit dem Titel Schwerelos so ein bisschen leichter herkommt, aber letztendlich geht es um diesen Perspektivwechsel, genauso wie wir den Mond hier in der Ausstellung haben, den wir natürlich so als Erdtrabanten kennen, den wir von der Erde aus immer sehen. Wenn man in den Mond hineingeht, dann blickt man auf mal in den Weltraum. Also auch dort wird der Blick umgedreht. Und genauso ist es natürlich eben auch bei dem großen Deckenbild Soprattutto. Wir sehen ein riesen Landschaftsbild von 1600 Quadratmetern Größe. Normalerweise ist die Landschaft unter uns, wir sind Teil der Landschaft und hier schwebt es eben über allem, wie der Titel auch letztendlich im Deutschen sagt. Also es geht ja auch bei uns in der Ausstellung letztendlich um Themen der Auseinandersetzung des Menschen im Rahmen des Anthropozäns, wie wir mit der Welt umgehen. Das Haus ist dafür ja ein ganz schlagendes, ein ganz kräftiges Bild im Grunde genommen, was im luftleeren Raum zu hängen scheint mit den Wurzeln. Also wo es auch um Heimatlosigkeit geht, um den Verlust von Heimat. Die ganze Migrationsthematik wird da auch mit aufgegriffen. Und im Grunde genommen ist natürlich damit auch die generelle Frage verbunden, wie weit überhaupt noch die Erde oder wie lange die Erde eben noch Heimat für uns alle sein kann. We became, through the also the use of technology, fabricators of reality. I think that's something to cherish and to develop and keep very much awake is the critical sense. Thank you.